Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Spin Tires. Das spiele ich allerdings nicht alleine, denn bei mir ist die unverwechselbare, einzigartige, immer sitzende Betonlocke Pete. Ich war gerade überlegen, worauf du bitte hinaus willst, bis du mit der immer Sitzenden angekommen bist, dann wüsste ich Bescheid. Aber selbstverständlich auch mit dabei der Christian. Hallo, mein Hallo. Lieber. So, wir spielen jetzt zum ersten Mal Spin Tires. Worauf wir uns da eingelassen haben, keine Ahnung. Ich denke mal, du hast den LKW, den Bei blauen, Dingen, oder? Worauf ihr euch eingelassen habt, liebe Zuschauer, das war ein ganz großer Fehler. Ich bekomme schon kein, warte, lol. Wir stehen also ineinander gerade. Wir stehen ineinander, okay, verstehe. Wenn ich jetzt auf Help drücke, dann kriege ich alles angezeigt. How to play. Use Minimap F1 to see where garages, fuel stations, lumber stations und so weiter, wo alles ist, bla bla. Deliver add-ons with garage points to locate, okay. Q, when differential lock is on, wheels will always spin with the same speed. When it's off, torque is applied to wheels, okay. Ja, dann haben wir noch Allradantrieb. While dragging gearbox after clicking the gear stick tip or pressing R. What? Ja, ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, weil ich habe die Map geöffnet, ja. Wir werden jetzt hier alleine irgendwie so ein Game of Thrones Buch an Text angezeigt. Ja, das stimmt. Game Goal. Game Goal ist gut. Game Goal. Ich glaube, wir müssen zu Lumber fahren. Game Goal ist deliver 8 load points to each objective location. You pick load at lumber locations. Okay, da müssen wir dann wohl hin. Da müssen wir hin. Und dann müssen wir, gut, dann müssen wir eventuell die Cloaking Area noch erforschen. Ja. Und zur Garage können wir uns theoretisch spawnen lassen, habe ich schon gesehen, falls wir sterben. Oh, geil, ich habe erstmal das Licht angemacht mit H. Kompass zum Navigieren. Okay, wir müssen nach Süden. Das ist jetzt nochmal relativ easy. Hit 1 to toggle camera view. Okay. Oh, warte, leck mich am Arsch. Moment, jetzt habe ich hier nochmal. BASD to control the truck. Space for parking brake. Ja, das benutzen wir auf jeden Fall. H to toggle headlight. Okay, what the fuck? Toggle ich frage mich immer noch so ganz, wofür das Gearbox-Ding ist. Wofür der Schalthebel ist unten rechts. While dragging gearbox, after clicking the gear stick tip or pressing R, press right mouse button to force acceleration. What? Was ist das denn? Ich würde vorschlagen, lieber Christian, dass wir auf Help jetzt erstmal scheißen und einfach losfahren. Ja, ja. Okay, ich habe jetzt mal die 1 gedrückt. Ja, was ist denn das für eine Kamera? Ich bin links vom Auto mit der Kamera. Weiß ich auch. Ja, komm hier erstmal. Ja, wohl erstmal Allrad anmachen. Moment, wie geht das? Mit E. Oh Spaß, die Kamera ist ja total bescheuert. Siehst du eigentlich, wie sich der Matsch verformt? Das ist ja immer voll geil. Ja, das ist ziemlich cool. Aber jetzt einfach mal nach Süden durch den Matsch. Drift Mode activated. Ist das abgefahren, geil. Ja, weil ich keine Spurrillen habe. Was heißt denn Difflock? Ich habe 3 Damage bekommen. Du hast 3 Damage bekommen, wie hast du das denn gemacht, weil ich in so ein tiefes Loch reingefahren bin. Ja, du musst echt gucken, dass du so ein bisschen die Spurrillen erwischt, weil sonst bist du schon hart am Arsch. Ja, keine Ahnung, drück einfach mal Q. Ich bleib. Ne, Moment. Oh Gott, oh Gott. Differential Lock habe ich jetzt einfach mal angemacht. Habe ich jetzt auch angemacht. Achso, eigentlich. Kacke ist, gerade als ich den Server gehostet habe, weißt du, meine Weitsicht ist quasi nicht vorhanden. Ja, ich sehe jetzt so gerade noch dein Auto. Ich muss mal ein bisschen Gas Spaß, geben. Was ist denn das? Dass wir bei Peter hinterherkommen. Nur mal so kurz zur Info, ja, ihr seht schon, das ist quasi im Endeffekt ein Simulator von, oh Gott, größeren Autos, Maschinen. Die oh durch den Wald Gott. Fahren. Ja, wir fahren gerade einen Jeep, was? Hui, ein bisschen bremsen. Wahrscheinlich gar nicht mal so eine dumme Idee. Da vorne ist Lumber. Das erinnert mich hier gerade total daran, als wir mit dem Panzer da durch die Gegend gerobbt sind in Minneapolis. Ja, da musst du auch voll langsam fahren. Dann was unlocked. Mach ich das. Oh Gott, jetzt muss ich bremsen, so Peter nicht hinten reinfahren, oder? Type C4320, alles klar. Moment, ist hier überhaupt Lumber? Also die Kameraperspektive ist ja komplett für den Arsch. Also ich finde die auch echt seltsam und irgendwie, wenn du 1 drückst. Ja, doch, mit der Maus kriegst du so ein bisschen hin, dass du hinter dem bist.
Okay, ich muss jetzt nochmal ganz kurz auf Help drücken, weil ich gerade ehrlich gesagt nicht weiter weiß. Ich habe jetzt erstmal die Park Break angemacht. Das ist ja abgefahren. Wie wechselt man denn jetzt bitte die Karre? Hier, drück mal auf Advanced. Moment, ich bin gerade maximal verwirrt. Wir drücken jetzt mal hier auf den Stick. Ja, drück mal ein bisschen rum. Oh, Leute, da kannst du echt schalten. Das ist ja abgefahren. Ne, komm, hier, mach mal Help wieder weg. Was sagt denn die Karte? Das ist wir sind an der Garage. Rescue your truck to this garage. Nein. Das ist wahrscheinlich, wenn man sich festgefahren hat. Nein, wir sind noch nicht an der Garage, Alter. Ach nee. Wir sind unten bei Lamba. Stimmt, wir sind bei Lamba. Ich habe vergessen, die Karte nachzuziehen. Was passiert denn, wenn man da drauf klickt? Wobei, wir sind nicht wirklich bei Lamba. Wir brauchen noch ein Stück bis zum Lamba. Wir sind hier bei Type Stimmt. C. Wir haben 4, wahrscheinlich... 3, 2... LOL. Hab ich jetzt Machst getan. Du da, Peter? Wie krieg ich denn diesen blöden Maus? LOL, du bist doch in dem LKW. Wie hast du das denn gemacht? Klar, bin ich in dem LKW, Junge. Wie hast du das denn gemacht? Einfach auf den LKW gedrückt, Junge. Das hatte ich auch vor, aber das... Oh, ich hab die Handbremse noch an. Ich sollte die ausmachen. Warte, ich fahr mal ein Stückchen weg. Geh zu dem geilen Teich. Dann bleiben wir mal hier stehen, machen die Handbremse an. Gucken wir mal auf die Map und klicken auf den LKW. Da steht Distance 16 Meter. Alles klar, jetzt bin ich auch so ein LKW. Ja, dann fahr mal zu. Erstmal Licht anmachen. Herr Peter, du ziehst mich mit. Ich rolle. Das finde ich nicht gut. What? Wir haben übrigens keinen Allradantrieb. Start Engine. Starting Engine. Oh, das dauert ja ganz schön lange. Wie mache ich den Allradantrieb denn an? Mit E. Immer noch. Stimmt, der hat wohl Allradantrieb. Ja, erstmal Allrad. Ja, erstmal festgefahren, sagst du. Okay. Ah, lol, wir haben ja einen Hänger hinten dran. Oh, lol, du hast absolut recht. Ach du Scheiße. Okay, das ist hier alles erstmal nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt fahr doch mal, Peter! Ja, Moment. Wo ist denn hier die Hupe? Oh Gott, was tue ich? Das ist ein Baum! Das Wichtigste wurde hier wieder nicht angezeigt. So. So. Nein, fahr nach links, du Stück. So. Ja, guck mal hier, der alte Euro-Truck-Fahrer, da lügt das direkt. Ich bin jetzt hier in der Lumber-Area. Ja, ich auch. Load up. Fast. Load up this shit. Medium locks. Position your truck properly. Ja, du stehst doch voll drin. Nicht so hart zurückfahren. Ich nehme jetzt auch mal die Medium Locks. Oh lol! So. Dein Karren ist voll. So, ich fahre jetzt hier mal weg, ja? Ja, mach da. Okay, ich hab mich Du kannst aber nicht nach hinten fahren. Nein! Aua, aua! Ich habe noch kein Damage bekommen. Warte, ich fahre auch mal ein Stück zurück. Weißt du, das Problem ist, hier ist so viel Matsch. Das Problem ist die Kameraperspektive einfach. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre. Oh Gott, du musst echt mal ein Stück wegfahren. Ich muss rückwärts. Oh Gott. Ich fahre gegen den Baum. Warte mal, ich muss ein bisschen vorziehen und dann wieder zurück. Jetzt sehe ich nach hinten gar nichts mehr. Ich dort hin. Irgendwie. Ja, meine Witz. Die Steuerung ist ja gar nicht mal so schlecht, ja, aber irgendwie die Kamera, da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Ich sehe nach hinten gar nichts. Fuck! Ja, Peter! Du fahr doch mal. Bist jetzt fertig mit Reden, dann kann ich mich ja da hinstellen, oder? Nein! Oh Gott! Hilfe! Peter liegt auf dem Rücken. Nee, auf der Seite. Aber weißt du, hab ich das gemacht? Keine Ahnung, ich werde dich wieder aufrichten. Erstmal gehen. Ich komme auf die Kamera so unglaublich nicht klar, ne? Ohne Spaß, die ist ja echt des Teufels. Ne, Peter, ich glaube, das gibt nichts. Ich glaube, du musst dich zu der Garage zurückretten. Okay, warte. Also, warte, ich nehme jetzt auch mal. Ah, ne, die Loks kann ich ja nicht nehmen. Ich kann mich nicht zur Garage zurückretten. Das heißt, du liest jetzt da. Ja, du musst Winch benutzen. Winch. Ach so, Leute, ich kann dich. Wie ging das denn nochmal? Wie war denn nochmal die Winch? Da, by pressing V or clicking advanced, you access additional game controls. Jawohl.
Drücken wir einfach mal V. Ums. Change Truck. Detach Trailer. Kran, ich hab da einen Crane Grappler. Oh, nu? Wie benutze ich das Ding jetzt? Crane, Grab, Extend, Anchors. Oh, Extenden. Rette mich! Okay, du hast ja Moment, erstmal muss ich. Ausgefahren. Du hast ja, ich muss mich ja erstmal. Ich muss mich erstmal hier festmachen, Junge, pass auf. Oh, ich lieg hier am Boden, ey, wie so eine Schildkröte, die irgendwie auf dem Rücken gelandet ist. Zack. Wieder mal am Arsch. So, ich hab mich jetzt erstmal hier festgemacht. Okay. Ja, sehr gut. Jetzt zieh mich raus, Junge. I need your help. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Ich kann dich ja gar nicht ziehen, wenn ich hier so fest stehe. Ich muss ja fahren. Ja, kannst du deinen Kran nicht irgendwie ausfahren oder so? Weißt du, wie so ein Pferd, ein Penis? Ja, da hat sich doch was bewegt. Ich hab genau gesehen, du hast gezuckt. Ja. Warte, vielleicht muss ich die Engine. Nee, die Engine muss ich nicht ausmachen. Change Truck, DJ Mechanisms, Crane. Ah, oh. Guck mal. What the fuck passiert denn da jetzt gerade? Du hast dich gerade selber gefangen. Du fasst dir gerade selber auf die Motorhaupe. Das sieht so aus, als würdest du dir die Nase kratzen. So. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das Ding rüberfahre. Oh, ja, Gott sei Dank. Boah, dieser Jucker, jetzt leckt mich am Arsch. Oh. Wie das von mir aus aussieht. Ja, und das war's. Ich weiß nicht, wie ich den Kran weiter ausfahren kann, weil da ist so. Da ist doch was im Weg. Ich hab gerade nicht klar, ohne Spaß. Oh, ich leck mich am Arsch. Ja, nee, Moment, immer noch nicht richtig. Aber das war, glaube ich, schon mal nicht so verkehrt. Wie das ist so geil, du hast dich selber gefangen, weißt du? Wie als wenn du deinen Arm zwischen deine Beine steckst und so dumm bist, den da rauszukriegen, weißt du? Oh Gott, ich bin so was. Doch, guck mal, er ist frei. Ja, Moment, ich kann bin nicht. Ich habe eine Brille abgenommen. Ja, Gott sei Dank. Rette mich, oh Geld, oh Nasenkratzer. Ja, aber wo soll ich die Scheiße denn jetzt festmachen? Ja, weiß ich nicht. Du kannst mich überall anfassen, ich gebe dir die Bestätigung. Ja, hau mich. Wie kann ich, komm, gib mir. Wie kann ich den Arm denn einziehen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Zeig mal Advanced. Moment, kann ich meine Mensch eigentlich advanced. Auch benutzen? Wie hast du das gemacht eigentlich, Advanced? Actions, Crane Grab. Okay. Da oh, guck mal. Du hast dich gerade bewegt. Ja, ich habe gerade meinen Trailer detached. Beweg mal deinen Arm. Ich weiß noch nicht so richtig, ich glaube, das ist eher dafür da, damit ich Holz aufnehme. Ja, warte mal, wenn ich sein, das jetzt grabbe. Ja, das kann ich nicht grabben. Ich glaube, ich kann dich damit gar nicht retten. Ja, aber was. Moment. Was soll ich denn jetzt tun? Kein Stock, nee, geht nicht. Kann ich. Warte. Eins. Ich brauch meinen anderen Truck wieder. Ja, alles klar. Lol. Komm vorbei und rette uns. Du bist gerade despawned. Spawned im Ernst? Ja. Alles klar. Peter hat schon gemacht. Dann können wir die Dinger hier wieder einfahren. So. Hallo, ich bin wieder da. Mein Truck liegt da noch bei mir. Nö, bei mir ist der weg. Ich dreh den da jetzt mal um, ja. Gut. Ah ja. Okay, du fährst aber mir gegen meinen Truck gerade. Da liegt nichts! Aber wo musstest du denn bitte dein Ding hier positionieren, damit du die Scheiße da aufnehmen kannst? Ja, der zeigt doch so einen Pfeil an. Position your Truck. Du bist da jetzt gerade gar nicht so verkehrt im Endeffekt. Okay, das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Moment, Moment, Moment. Es tut mir furchtbar leid. Was ist nicht absichtlich? Moment, Moment! Nein! Ich fall um! Moment, du hast mich festgedrängt! Was tust du mit mir? Ich fahr mal vor. Oh Gott. Ich versuche hier gerade hart wegzukommen. Boah, diese Kamera leckt mich doch am Arsch. Okay, jetzt setz zurück. Das sieht gut aus. Nein! Ja! Jawohl! Ach, ich bin raus aus der Hölle. Ja, fahr mal da weg.
Okay, ich bin jetzt für dich einfach irgendwie... Oh Gott. Ich sehe nicht, wo ich lang fahre, weil die Baumstämme mir die Sicht versperren. Gar nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Objective Delivery. Wir müssen irgendwie so nach Westen. Eigentlich müsste meine Achse gleich brechen, aber egal. Wir müssen nach Westen. Wir gehen das hin. Ich habe jetzt zwar nichts aufgeladen, aber ich bin jetzt dein Scout. Alter, ohne Spaß. Ich sehe überhaupt nichts. Roll dich jetzt von rechts, eiskalt. So. Wir müssen nach Westen. Da ist Westen. Kann ich mehr fahren, ich weiß nicht warum. Ich bin in den See gefahren. Nee, doch nicht. Jetzt fahr doch mal! Was soll das denn? Hier ist echt... Oh Gott, hier ist ein fucking See. Geht's nicht weiter. Müssen wir unten hin mit dem Land fahren? Warte mal, ich muss mal gerade checken, was da los ist. Hui. Hängst du fest? Irgendwo hänge ich fest. Okay, ich komme. Ja. Geht wieder. Ein Stückchen noch. Manchmal Alter, hilft es, Allrad auszumachen. Nee, passt schon. Bin wieder frei. So, ja, ist klar. Wo müssen wir jetzt hin? Warte. Ah, dir hinterher muss ich jetzt, oder was? Das Moment. Sieht aber mir nicht richtig aus. Nee, alles cool. Wir machen das. Du bist jetzt im Kreis gefahren. Ja, fahr mir hinterher. Wenn ich hier wenigstens eine Ego-Sicht oder so gäbe, ja? Ohne Spaß. Wie soll ich dir hinterher fahren? Da ist ein Hügel. Ja, das kriegst du ja wohl hin, oder? Fahr links rum vorbei. Nee. Ich schieb einfach den Wagen hier weg. Gott, das sieht irgendwie ganz schön gefährlich aus, was du da gerade veranstaltest. Ach. So muss das. Du lässt ja auch gut Zeit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, schneller geht nicht. Ich hab weh, also ich hier, ne, ich drück das Pedal bis zum Anschlag durch. Ja, ist klar. Ich nehme auch das Auto mit. Jetzt irgendwie. Moment. So. Jetzt hier so links. Oh Gott, hier ist. Oh Gott. Moment, aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht mehr bewegen. Muss mal ein Stückchen zurück. Ja, so geht das doch. Hilfe! Ohne Spaß, also die Kamera ist die schlechteste der Welt. Ach du Scheiße. Oh Gott, hab ich mich noch gerade gerettet, leck mich doch am Arsch. Was wird das denn, Dude? Ich soll jetzt wirklich da durchfahren? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der andere Weg sein soll. Also wenn das hier so der Mega-Simulator ist... Oh Gott. Ja, alternativ müssen wir irgendwie außen rumfahren. Also dieser See ist natürlich schon... Boah, leck mich am Arsch. Wieso dreht sich denn mein rechtes Vorderrad nicht mehr? Oh. Achso, mein Allrad ist ein bisschen kaputt. Achso, okay. Ich sink hier irgendwie immer tiefer in den Matsch. Ich muss mal weiter zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, okay, ich suche mal einen Alternativweg. Komm schon! Ich glaube, ich habe mich gerade total festgefahren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich hier hänge. Was? Kein Alternativweg. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen Schimmer, wie ich hier wieder rauskommen soll. Okay, ich gebe dir einen Stupser. Das ist gut. Komm mal her. Währenddessen. Fahren wir gegen so ein paar Bäume, das NP. Ja. Auch hier gerade ein bisschen. Ich kipp gleich um. Kein Problem. Okay. Pete ist da. So, ja. Gib mir noch einen Schubser. Okay. Oh Gott, du kippst echt um. Oh Gott. Ich hab hier so ein tiefes Loch. Fucking Baum, leck mich. Oh Gott. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Wie meine Karre auch aussieht. Okay. Boah, das ist voll clever. Ich versuche gerade so ein bisschen rückwärts und vorwärts zu fahren. Aber ich habe mit meinem rechten Vorderrad, habe ich hier ein... Ich habe hier ein Loch gebuddelt. Wechsel mal zwischen Allrad und Nicht-Allrad, das hilft manchmal. Ja? Nein! Oh Gott!
Nein! Okay, das ist alles noch. Nein! Okay. Glaube ich, bin umgefallen. Warte. Ja, das Holz ist auch. Moment. Erstmal wieder den Motor anmachen. Mach ich denn jetzt die Windows-Karte? Ja, irgendwie geht da nichts mehr. Drive. Winchpull F. Ach, du kannst hier manuell schalten. Ach so. Jetzt ist meine Engine wieder ausgegangen. Was soll denn der Scheiß? Ich drücke F! Meine Engine geht nicht mehr an. Naja, Peter, ich glaube, ich muss mich zurücksetzen, so wie du das gemacht hast. Der zeigt mir mit dem Pfeil auch an, dass ich wieder zur Lamba muss. Okay. Was passiert denn mit der Garage? Rescue your truck. Ja, machen wir mal. So, das ist zack, jetzt bin ich nämlich wieder bei der Garage. Das hat bei mir mit meinem Truck leider nicht funktioniert. So, und jetzt heizen wir mal wieder Richtung, ja, wieder Richtung Lamba. Jawohl, erstmal wieder ein Damage gekriegt. Null Problemo. Aber hier in dem Gelände braucht man doch Allradantrieb. Also mal ohne Spaß. Okay, ich bin mit meinem Truck auch wieder hier. Ja, nice. Oioioioioi. Boah, das schaukelt aber. Als würde ich gerade ein Schiff lenken. Aber ich habe keinen Anhänger irgendwie, habe ich das Gefühl. Was? Den musst du doch sehen. Boah, erstmal die ganze Zeit im 1 fahren, Alter. Ja, der schaltet automatisch, bin im 2. Jetzt bin ich sogar im 3. Oh, geht voll ab. Oh, scheiße. Nein, nicht schlingern. Allrad. Das sieht doch ganz gut aus. Bin ich überhaupt noch richtig? Ja, sehr. Nein, nicht anhalten. Anhalten ist immer scheiße. Denn noch ein Anhänger dran? Ich hab nur einen Anhänger dran, ja. Fuck, ey, ich hab keinen. Boah, das ist das schwerste Spiel der Welt, ey. Dark Souls ist nix dagegen. Nehm ich am Arsch. Moment, muss ich nicht hier links? Gucken wir mal gerade. Ja, ich könnte auch hier links fahren, fällt mir gerade auf. Machen wir das doch einfach mal. Das stimmt, du hast wirklich keinen Anhänger mehr. Ah, Steine, weg da! Scheiß auf Damage. So, Lamba, ich komme. LOL, mein Spiel hat minimiert. 3, 2, 1. Okay. Weiß nicht warum. Mein Spiel hat minimiert, weil ich mit der Maus außerhalb des Spiels geklickt habe. Okay. Mein Rückwärtsgang wird irgendwie nicht funktionieren. Ich bin schon wieder irgendwo gegengefahren. Wieso zeigt mir denn bitte die Map an, dass man hier lang fahren kann? Dabei kann man das gar nicht. So, was nicht passt, das wird passend gemacht. Jetzt fahr doch mal nach links mit dem alten Kahn hier. Also. Jawoll. Wo bist denn du, Peter? Ich arbeite dran. So.
Jetzt werden wir das mal vernünftig machen. So, mit dem Scheißding nehme ich einfach... Was ist passiert? Was soll passiert sein? Ich liege auf der Seite. Oh nein. Ich wollte ganz gechillt rückwärts an die Loks ranfahren, aber blöderweise ist mein Anhänger scheinbar dagegen gekommen. Und, naja. Da bin ich wohl umgefallen. Ey, jetzt muss ich schon wieder zur Garage zurück. Ist ja wohl ein Witz, oder? Boah, wenigstens Peter, hast du nicht aus Versehen irgendwie manuelle Gear-Change angemacht. Ich bin hier die ganze Zeit unten links am Hin- und Her-Klick und ich weiß nicht, wie ich das rückgängig mache. Hör auf mit diesem manuellen. Denk selber nach. Im Ernst? Warte mal, konntest du nicht in der Hilfe nachgucken, wie man das umstellt? Habe ich irgendwie nicht gefunden. Hast du mal R gedrückt? Ja. Ja. Ja, dann wird er da unten nur größer irgendwie. Oder hast du den Kopf angetippt? Ich habe keine Ahnung. Hier ist gerade maximale Verwirrung am Start. Oh Gott, was haben wir uns hier angetan? Das sah in den Trailern so cool aus. Irgendwie bin ich gerade maximal. Ja, das sah auch viel einfacher aus. Ja. Weißt du, so ein bisschen durch den Wald robben, ein paar Sachen mitnehmen. Aber nö. Ich habe auch gedacht, wir hätten so eine Säge vorne am LKW, dass wir einfach die ganzen Bäume absägen, die uns im Weg sind. Ja, krass, auf dem Weg von der Garage bis zur Lamba. Moment, ich bin noch lange nicht bei der Lamba, habe ich schon mal 10 Liter Sprit verbraucht. Ja, ich brauch nur 23 Liter die Minute. Okay, ich bin bei 10, 11. Hast du wohl nicht den geilen Auspuff, den der Kollege installiert hat, ja, der richtig geilen Sound macht, ja. Bist du denn jetzt bei der Lamba? Ich glaube, den Alternativweg werde ich nicht mehr fahren. Nee, ich bin hinter dir. Ein ganzes Stück, ehrlich gesagt. Ach, du hast dich auch zurückgesetzt? Ja, ja, bei mir ging gar nichts mehr irgendwie. Und ich habe immer noch keinen Anhänger. Kein Anhänger. Ja, wie willst du denn dann die Loks laden? Das geht ja gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ah, das Spiel wird uns das schon vertellen. Also siehst du fährst nämlich jetzt auch den Alternativweg. Den bin ich auch gefahren. Das war irgendwie nicht so geil. Das ist kein Problem. Ich drücke aber mal Escape. So, wie Engine. Wie sollte denn die. What the fuck? Oh lol, ich wirke die ganze Zeit das Ding ab. Das sollte man aber nicht machen, lieber Christian. Engine stalled. Was heißt das? Könnte abgewürgt sein, ja. Aber was soll ich dir machen, außer Gas geben? Naja, Gas geben. Ne, ich weiß auch nicht. Hast du gerade, hast du unten rechts nur den Schaltknüppel oder hast du da quasi auch so, du siehst das Getriebe so? Ne, ich sehe das Getriebe jetzt. Jo, das ist schlecht. Hier ist mein Anhänger. Wieso buddelt der denn da jetzt wieder mit der rechten Seite ein Loch? Ich möchte jetzt hier den Anhänger. Ohne Spaß, ich kriege hier gerade echt zu viel. Oh fuck, jetzt hab ich minimiert. Was habe ich denn jetzt bitte gedrückt? Was ist da los bei dir? Ich gucke jetzt in die Controls. Egal. Moment. Da. Aha. Change Gear ist R. Aber wahrscheinlich haben wir einfach mal R gedrückt oder so. Puh!
Was, wir kriegen das nicht mal hin, die Dinger aufzuladen. Der eigentliche Sinn des ganzen Spiels ist, die Dinger von A nach B zu transportieren, aber wir kriegen die nicht mal aufgeladen. Ja, Premium. Ich grab mich auch die ganze Zeit einfach nur ein. Und ich weiß nicht mehr warum. Warum machst du das auch? Lass das doch mal sein. Nein. Nein. Ja, und Spaß, dass das jetzt manuell ist, das ist total scheiße. Ja, das ist absolut korrekt. Und ich sehe, ups, ich sehe auch in der Hilfe nicht, wie man das wieder umstellen kann. Bei mir hat es geholfen, indem ich mich zurückgesetzt habe. Press right mouse button to force acceleration. Alter, ohne Spaß. Christian, ich glaube, wir sind zu dämlich für dieses Spiel. Also einmal probiere ich das jetzt noch, dahin zu kommen. Ich bin jetzt auch wieder im Automatikmodus. So, gib Gummi, Junge. Nein, nicht in die tiefen Rillen, dass ich mich wieder einbuddel. Also ich will meinen Anhänger wieder dranhängen, aber meinst du, ich krieg die Option dafür? Ey, so eine Scheiße hier. Oh fuck, das war nicht gut. Fahr doch! Ja, ich glaube, wenn man das kann, kann das Spiel halt auch was, aber... Ich komme jetzt mit so einem Laster hinterher, ja. Ich bin jetzt so ein Laster und du kannst mich gerne vollladen, aber... Da ist da nicht hin. Ja, wo soll ich dich hin vollladen? Ich habe ja nichts. Ich frage mich auch, ob die Straße jedes Mal erneuert wird oder ob die Spurrillen sozusagen, die wir beide machen, bleiben. Ja, das ist eine gute Frage. Das wäre nämlich scheiße, weil dann habe ich da hinten gleich ein ziemlich tiefes Loch gebuddelt. Wo ich hoffentlich nicht nochmal reinfahre. Ja. Teilweise bleiben die Dreckhaufen ja auch an den Rädern hängen und verteilen sich dann neu auf den Straßen und sowas. Mhm. Ja, schon ein bisschen fucking crazy. Ja, die Land-, also diese Terraverformung finde ich aber eigentlich ganz cool. Das Problem ist echt die Kamera. Also. Ja, jetzt gerade. Oh Gott, da kommt das wieder. Rechts dran vorbei. Nein, nicht genau rein! Och. Habe dir. Nein. Dachte ich mir schon. Ich habe mich mal wieder festgefahren. Ey, ohne Spaß. Das gibt mir echt den Rest. Ich stehe schon wieder bis Reifenhöhe im Matsch. Was machst du denn da auch für einen Quatsch? Oh, ich buddel mich aber gerade auch selber ein, muss ich zugeben. Ja, Alter, ohne Spaß, ich muss mich schon wieder zurücksetzen. Hier werde ich auch nicht mehr rauskommen. Hier ist für mich Feierabend. Muss ich mich auch zurücksetzen. Ja, sollen wir mal langsam zum Fazit kommen? Ja, ein Spiel mit ganz viel Ambition. Macht auch bestimmt eine Menge Spaß. Warte mal, Change Wheels. So, ich habe jetzt mal die Big Wheels drauf gemacht, Alter. So. Das ist jetzt ja, die das macht. Ich habe keine Ahnung, die sind voll groß, die Reifen, Alter. Guck mal, wie ich damit abgehe. Sehe ich gar nicht. Ich bin ja hinter dir. Ach so. Weg da. Ja, hau mich erstmal, du Arsch. Du hast auch voll die Riesenreifen. Ey!
Schiedsrichter! Oh, ich will wieder rauskommen. Da komme ich sogar. Also man fährt sich echt leicht fest. Das Spiel ist auf jeden Fall schwieriger, als es aussieht. Denn in den Videos haben wir uns auch echt gedacht, so ja, alles klar, ein bisschen durch den Wald fahren, von A nach B. Sieht ganz cool aus, lass doch mal zocken. Eben, so ein bisschen gechillt, weißt du, so wie bei Euro Truck Simulator. Halt hin und wieder musst du mal ein bisschen aufpassen mit Löchern und so, aber... Dass das so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja hier, keine Ahnung, ey, echt krass. Die Kamera kriegt von mir eine glatte 5. Ja, aber ohne Spaß, ey, von mir eine glatte 6, ey. Das Einzige, was keine 6 kriegt, ist dadurch, dass die noch frei drehbar ist. Da behält man wenigstens noch ein bisschen Übersicht. So, ja, aber keine Ahnung, nicht immer von der gleichen Entfernung, wobei, wenn man die ganze Zeit. Es ist auf jeden Fall kein Spiel für Neulinge. Das zeigen alleine die. Ja, Marsch, ey, das ist ein Spiel für die absoluten Freunde von Simulationen. Und die schon immer mal so richtig dicke Fahrzeuge durch Matsch und Gebirge fahren wollten. Das stimmt. Also keine Ahnung, du kannst hier echt richtig dicke LKWs fahren, wenn man sich mal die Trailer anguckt. Die Physik scheint ziemlich cool zu sein. Und ihr Leute da draußen, die sich bei diesem Video denken, boah, das will ich mir kaufen, die wissen sowieso, was wir alles falsch gemacht haben und was die dann besser machen werden. Da müssen wir gar nicht irgendwie hinterfragen, ne? Das sind Leute, die haben Ahnung von sowas. Ja, die Simulatoren-Fans, die werden da auch ihren Spaß dran haben. Ja, richtig. Aber die ganzen Casual-Leute, so wie wir so das wie wir. Sind. Ja. Wir sind etwas überfordert. Die werden total überfordert sein. Also eventuell haben wir den einen oder anderen, die sich gedacht haben, wow, das sieht ja cool aus, ist ein bisschen wie Euro Truck Simulator. Haben wir jetzt davor bewahrt, die Kohle dafür auszugeben. Aber vielleicht haben wir auch vielen gezeigt, ey, da vorne gibt es so ein Spiel. Wenn ihr das hinkriegt, dann könnt ihr euch klüger fühlen als Pietsmeet. Das ist jetzt ein Witz. Oh, du bist festgefahren, das ist natürlich nur ich. Tschüss. Ja, ohne Spaß, wieso kannst du da einfach durchfahren? Weil ich links gefahren bin, Biatch. Ja, aber ich wollte extra nicht links fahren, weil genau da habe ich mich ja eben schon festgefahren. Das ist Speed. Weiß ich nicht. Ja, ich grab mich jetzt hier mal wieder ein und ich würde sagen... Ja, Moment, siehst du? Siehst du? Guck mal, wie ich das kann. Nein. Nein! Küss mich! Jawoll! Oh yeah, Baby, gib's mir. Oh ja, yeah, wir danken so an dieser groß. Stelle, glaube ich, fürs Zuschauen. 6 Räder, leck mich am Arsch, das macht mich heiß. Ja, tun wir. Und. Wir haben mal wieder ein Spiel vorgestellt. Genau, wir haben mal wieder ein Spiel vorgestellt. Wenn ihr meint, das ist geil, dann kauft euch das halt trotzdem. Wenn ihr meint, boah, da komme ich überhaupt nicht drauf klar, dann besser nicht. So sieht's aus. Und damit sind wir dann auch an dieser Stelle raus. Wir haben es nicht mal geschafft, ein paar Bäume aufzuladen. Boah, ich sehe schon die Kommentare. Ihr Idioten! Ja, haben sie auch vollkommen recht. Machen? Ja, ist doch richtig. Dabei aufgeladen haben wir die Sachen, ja, aber ich habe mich leider festgefahren, bin hingefallen und bin nicht mehr aufgestanden. Wobei, jetzt gerade sieht's gut aus. Oh, nee. Ich weiß, du willst Schluss machen. Den aufhalten. Ja, guck mal, ist da ganz easy. Oh nein, ich häng fest. Easy peasy lemon squeezy. Ja. Weißt du, wie kann man so langsam schalten, ey? Was ist denn das für ein Opa da bei mir in der Kabine? Ja, das ist wahrscheinlich noch so ein Schaltknüppel, weißt du, wo du beide Arme für brauchst. Ja, das stimmt, das kann echt sein. Also, wenn du da schaltest, dann hast du auch richtig was zu tun. Moment mal, warum... Wieso krieg ich denn jetzt hier nichts angezeigt? Ah, doch. So, Rums, Junge. So sieht nämlich aus. Boah, da ist er vollgeladen, leck mich am Arsch. Ja, fährst erstmal meinen alten Wagen weg und meinen neuen Wagen. Ich komme hier nicht raus. Ich auch nicht. Wir haben hier schon alles aufgematscht. Naja. Liebe Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen nochmal und haut rein. Tschüss.